Schauspieler müssen nicht nur vor der Kamera gut spielen, oftmals verändern sie für neue Rollen auch ihr komplettes Aussehen. Demnächst startet auf Netflix der neue Film Maestro, für den Bradley Cooper sich total umstylt. Fans des Stars-Born-Darstellers dürfen sich schon jetzt auf einen ungewöhnlichen Look von ihm freuen, wenn er den Komponisten Leonard Bernstein spielt. Doch damit ist Bradley nicht der Einzige, denn in der Filmgeschichte schleichen sich schon einige menschliche Chamäleons ein, die ihr Aussehen verwandeln. Allen voran Christian Bale. Der Oscar-Preisträger flasht bereits 2004 im Film Der Maschinist. Dafür nimmt er damals 30 Kilo ab und erscheint total abgemagert. Die Rolle in dem Psychothriller steht im krassen Kontrast zu einem späteren Film. Für American Hustle dreht Christian den Spieß um und frisst sich satte 22 Kilo drauf. Damals präsentiert er passend zur Rolle eine beachtliche Wampe. In dem 2018er Streifen Weiß der zweite Mann zeigt er dann erneut seine Wandelbarkeit und schlüpft in den Charakter des ehemaligen US-Vizepräsidenten Dick Cheney. Christian kriegt aber Konkurrenz von dieser Schauspielerin in Sachen Wandelbarkeit. Erkennt ihr, wer für den Film Monster diese Mörderin spielt? Tatsächlich ist es die Hollywood-Schönheit Charlize Theron. Damals speckt sie 15 Kilo ab, um der Rolle gerecht zu werden, und sieht total anders aus. Kaum wiederzuerkennen ist auch Jared Leto in einem Film. Der Sänger steht gerne mit seiner Band 30 Seconds to Mars auf der Bühne, aber auch vor der Kamera räumt er schon etliche Preise ab. Er beeindruckt unter anderem mit seiner Rolle des Jokers bei Suicide Squad. Ist aber auch bei dem Film Chapter 27, die Ermordung des John Lennons, kaum wiederzuerkennen. Dort verkörpert er Mörder Mark David Chapman und legt dafür ganze 28 Kilo zu. Das stört ihn aber nicht sonderlich, denn beim Schauspielern konzentriert er sich lieber komplett auf seine Rolle. Ich glaube, dann am besten abgeliefert zu haben, wenn ich über die Figur nicht aus einer Perspektive von außen nachdenke. Ich möchte frei sein und mich nicht daran aufhängen, wie ich aussehe oder was effektiv ist und was nicht. Gwyneth Paltrow nimmt für ihr Auftreten bei dem Streifen Schwer verliebt zwar nicht zu, ist aber trotzdem unerkennbar. Sie bekommt damals ein Kostüm angezogen, das sie um einiges fülliger aussehen lässt. Wann die Fans die neue Rolle von Bradley Cooper sehen können, ist noch ungewiss. Frühestens aber 2023. Der Leiter der globalen Filmabteilung von Netflix teasert jedoch bereits an: "Wir haben viel Arbeit in das Make-up gesteckt. Wir haben eine Menge Arbeit an der Stimme geleistet. Ich bin begeistert, jemanden zu sehen, der sich so sehr darauf konzentriert, eine Geschichte zu machen, die ihm so viel bedeutet." So oder so beeindruckt Bradley sicherlich durch sein schauspielerisches Talent und seinen unverkennbaren Charme.